Herzlich willkommen zu einem neuen Tirol TV Magazin. Fein, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich, Sie durch diese Sendung zu begleiten. Wir werden heute unter anderem eine Vernissage besuchen, werden uns wohlfühlen beim Wohnen und werden gemeinsam den Tirol TV Film der Woche anschauen. Einige Details aus der heutigen Sendung sind jetzt in der Tirol TV Vorschau. Das vielfältige Tiroler Vereinsleben wird von zahlreichen ehrenamtlichen Mitgliedern getragen. Das Land Tirol sagt Danke. Noch läuft der Wahlkampf für die Landtagswahlen noch nicht auf Hochtouren. Umso interessanter daher die Frage, wie bekannt unsere Politiker wirklich sind. Neuigkeiten aus Wörgl präsentieren wir Ihnen in Wörgl, die Stadt hat's. Unter anderem gibt es wieder ein Wörgler Original. Zahlreiche Tipps zum Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden und ein besonderes Schmankerl haben wir wieder für Sie vorbereitet. Zum Ende unseres Magazins natürlich der Blick in die heimischen Kinos und was demnächst auf der Leinwand zu sehen ist. Der 17. Juni 1984 ist für Tirol ein besonderer Tag. Besser gesagt für die Tiroler Volkspartei. Mit einem unglaublichen Wahlergebnis von 64,6% kann die VP ein traumhaftes Wahlergebnis einfahren. Landesvater Eduard Wallnöfer ist auf dem Zenit der Macht. Gleichzeitig ist dieser Höhepunkt auch Beginn einer rasanten Talfahrt für die Bündnerpartei. Wallnöfer übergibt das Amt des Landeshauptmannes 1987 krankheitshalber an Alois Partl. Und der muss bei der Landtagswahl am 12. März 1989 eine erste schwere Niederlage hinnehmen. Mit einem Verlust von 15,92% rutscht die VP Tirol erstmals in der Geschichte unter die 50%-Marke und gleichzeitig bedeutet das Wahlergebnis auch das Ende der Zweidrittelmehrheit der VP Tirol. Die Grünen treten erstmals geschlossen zur Wahl an und kommen auf 8,26%. Partl hat vier harte Jahre vor sich. Trotz einer Regierungsumbildung wird Partl 1991 als VP-Obmann von Wendelin Weingartner abgelöst und übergibt am 24.09.1993 den Landeshauptmannsitz an Weingartner. Dieser führt die VP auch in die Landtagswahlen am 13. März 1994 und muss neuerlich einen Stimmenverlust hinnehmen. Auch am 7. März 1999 führt Wendelin Weingartner die VP Tirol in die Wahl und auch diesmal muss er einen Verlust hinnehmen. Seit dem Wahlergebnis von 1984 hat die VP trotz einer Steigerung der Wahlberechtigten über 60.000 Stimmen verloren. Was dann folgt, sind Turbulenzen innerhalb der VP Tirol. Am 20. Oktober 2001 ist das Thema Wendelin Weingartner und VP Tirol beendet. Im Mittelpunkt des Politdebakels die Hypo-Affäre, die in die Geschichte Tirols eingeht. Die einzigartige Affäre zieht unter anderem mehrere Gerichtsverfahren nach sich und führt dazu, dass Josef Prader nicht mehr bei der Hypo ist. Nur durch eine Kraftanstrengung ist gelungen, die Hypo wieder auf Kurs zu bringen, um sie jetzt als erfolgreiches Landesunternehmen präsentieren zu können. Am 26. Oktober 2002 übergibt Weingartner den Sitz an Herwig van Staar. Herwig van Staar hat sich zuvor in einer Kampfabstimmung beim Landesparteitag gegen den jetzigen Minister Günter Platter durchgesetzt. Der 81. Landeshauptmann von Tirol seit 1342 schafft bei seiner ersten Landtagswahl am 28. September 2003 trotz Zugewinne an den Stimmen nicht den Sprung über die 50%. Obwohl die VP Tirol alleine regieren könnte, geht sie mit der SPÖ eine Koalition in der Landesregierung ein. Bei einem Vergleich der Wahlergebnisse von 1984 und 2003 ergibt sich ein interessantes Bild. 2003 entfallen auf die VP Tirol 144.774 Stimmen. Gegenüber den Wahlen von 1984 ein unglaublicher Stimmenverlust von über 80.000 Stimmen. Mit den Wahlprognosen für die Landtagswahl am 8. Juni 2008 scheint die VP Tirol weiter an Stimmen zu verlieren. Und erstmals wird die VP Tirol das Recht auf eine Alleinregierung verlieren. Und dies, obwohl die Wahlberechtigten seit 1984 kontinuierlich angestiegen sind. Fast genau 24 Jahre nach dem Zenit der Macht der VP ist die alleinige Herrschaft der VP Tirol in weite Ferne gerückt.
Tirol ist ein sehr vielfältiges Land, vor allem wenn wir auch an unsere zahlreichen Vereine denken. Sie spielen eine sehr wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben. Egal ob in der Politik, in der Kultur, im Sport oder im sozialen Bereich. Dank der zahlreichen freiwilligen Helfer darf Tirol mehr stolz sein auf sein aktives Vereinsleben. Tirol ohne die ehrenamtlich tätigen Vereinsfunktionäre im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich. Es gibt einen Tag des Ehrenamtes, wo Landeshauptmann Herwig van Staar in alle Bezirke reist, um dort die verdienten Tirolerinnen und Tiroler auszuzeichnen. Herr Landeshauptmann, was ist das Ehrenamt für Sie? Was bedeutet das für Sie als Landeshauptmann? Unverzichtbar, weil es wäre unbezahlbar durch die öffentliche Hand. Und es ist der Kitt unserer Gesellschaft. Es ist viel mehr wie die Verteilungskämpfe. Es ist das Herz des Landes. Was bedeutet für dich die heutige Auszeichnung? Ja, sehr viel. Ich habe heute viel geleistet da in meiner Freizeit, aber die Auszeichnung, die hat mich heute sehr gefreut. Das bedeutet bei uns sehr viel, weil es doch einmal ein kleines Dankeschön ist, das man ja schon eigentlich als Ehrenamtlicher kaum irgendwo bekommt. Ich bin ganz erstaunt, wie viele Möglichkeiten der ehrenamtlichen Tätigkeit es in unserer Region gibt. Es ist eine meiner schönsten Aufgaben, jenen Menschen im Lande zu danken, die sich oft jahrzehntelang unentgeltlich, oft auch unbedankt für andere Mitmenschen, für die Vereine, in der Nachbarschaft, für die Gemeinschaft eingesetzt haben. Ja, ich denke, dass es mal ganz besonders wichtig ist, dass wir ehrenamtliche Funktionäre in den Gemeinden haben, die die Vereine am Leben halten, die das Dorfgeschehen am Leben halten. Ja, es ist für mich und eben auch für die Gemeinde eine große Ehre und es ist auf jeden Fall eine Bestätigung in der Arbeit, was man die ganzen Jahre jetzt über gemacht hat und ist auf jeden Fall auch ein Auftrieb, dass man das in Zukunft weiterhin so macht. Diese Aktion scheint der Bevölkerung sehr gut zu gefallen. Das ist wirklich im Vereinsgeschehen und im Ehrungswesen eine unverzichtbare Veranstaltungsreihe, die alle zwei Jahre wiederholt wird, in allen Bezirken Tirols. Und hier werden oft einfache Menschen, die aber unendlich Großes leisten, hervorgehoben, ausgezeichnet. Und das verursacht Freude bei den Betroffenen, aber Freude auch beim Landeshauptmann. In Tirol sollte es zwar in den nächsten Tagen nicht mehr gefrieren, es beginnt aber noch eine eisige Zeit. Die Eishockey-Weltmeisterschaften finden in der Tiroler Wasserkraft-Arena statt. Das österreichische Nationalteam würde sich natürlich über Ihre Unterstützung ganz besonders freuen. Weitere Neuigkeiten aus Tirol jetzt in den Nachrichten. Hoch über den Dächern von Innsbruck präsentiert der Burgenland-Tourismus seine Vorzüge. Vor allem im Bereich der Radfreunde will Burgenland punkten. Aber auch als Festspielland kann sich Burgenland profilieren. Im Mittelpunkt dabei die Seebühne Mörbisch mit ihrem Intendanten Mr. Wunderbar Harald Serafin. Diesmal wird das Weiße Rössel mit Reinhard Fendrich, Sabine Kapfinger und Klaus Eberhardinger präsentiert. Aber auch auf den Operettensommer in Kufstein freut sich der beliebte Schauspieler besonders. Bei der Aufführung der Charas-Fürstin auf der Festung Kufstein spielt auch Sohn Daniel eine besondere Rolle. Ich freue mich, dass mein Sohn Daniel Serafin engagiert wurde für den Boni der Charas-Fürstin. Er singt alle Vorstellungen und am 1. August, glaube ich, ist Premiere. Bei mir ist es am 10. Juli, also ich mache die Premiere bei mir und dann fahre ich natürlich selbstverständlich auch zu ihm. Und freue mich sehr, werde die Daumen drücken. Rund 28.000 Tiroler besuchen im Übrigen die Seefestspiele in Mörbisch und genießen dabei natürlich auch die Vorzüge des Burgenlandes. Am Wehrberg gibt es nun eine Kinderbetreuung für Kleinkinder. Nach Anfangsschwierigkeiten und Diskrepanz im Ort ist die Kindergrippe von der Bevölkerung nun endlich aufgenommen worden. Die erst im Februar eröffnete Einrichtung dient ausschließlich für Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren.
Beim Tag der offenen Tür ist neben Obfrau Landtagsabgeordnete Resi Schiffmann auch Landesrätin Elisabeth Zanon anwesend. Es ist gerade in den Dörfern unglaublich wichtig, dass man auch im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Kinderbetreuungsmöglichkeiten schafft. Und deshalb bin ich ja auch da, dass in Werthag es jetzt eine neue alterserweiterte Kinderkrippe gibt, weil so man natürlich auch dem Bedarf für die Kinderbetreuung, für die qualitätsvolle gerecht wird. Vor anderthalb Jahren ungefähr haben wir angefangen mit der Diskussion und wir haben auch gespürt, dass einfach die Nachfrage da ist. Und wir haben Gott sei Dank Initiatorinnen gefunden, die was voll dahinter stehen und die, was das jetzt sozusagen aufgebaut haben. Und wie man sieht, wir haben die Zahl der 12 Kinder, was wir brauchen, haben wir gleich schon beim ersten Anlauf gekriegt. Und das heißt, dass der Bedarf einfach da ist. Die Kinderkrippe ist derzeit noch im dritten Stock des Widum untergebracht. Nach dem Neubau des Gemeindezentrums wird die Einrichtung dort eine neue Unterkunft bekommen. Klein-Biogasanlage nennt sich das Projekt, das in der landwirtschaftlichen Lehranstalt Tirol zur Serienreife gebracht werden soll. Aus Gülle und Mist kann an der Anlage Strom und Wärme erzeugt werden. Das Projekt Kohle Energie der Rotholzer Lehranstalt wird auch von der Tiroler Zukunftsstiftung gefördert. Diese Biogasanlage ist ein Meilenstein und ist einzigartig, weil sie landwirtschaftliche Nebenprodukte eben verwendet. Wir vom Land Tirol sind Gegner der Energiegewinnung aus Rohstoffen, sondern wir versuchen eben mit dieser neuen Biogasanlage Energiegewinnung eben aus Mist und Gülle, also landwirtschaftlicher Nebenprodukte, zu erzielen. Dass möglichst viel Energie herauskommt, aber diese Frage der Wirtschaftlichkeit wird dann die Zukunft zeigen und das ist auch der Forschungsauftrag für dieses Projekt. In der Biogasanlage wird das organische Material, wie etwa Mist, unter Luftabschluss durch Bakterien in Biogas umgewandelt. Das Gas wird dann im Blockheizkraftwerk zu Strom und Wärme. Die Leistung beträgt derzeit 20 Kilowatt, bis zu 50 Kilowatt sollten an der Anlage aber möglich sein. Das Rotholzer Pilotprojekt wurde zum Patent angemeldet. Im Haus der Begegnung in Innsbruck wird der neue Kulturpass Tirol vorgestellt. Der Kulturpass ist für Menschen gedacht, die gerne am kulturellen Leben teilnehmen möchten, es sich aber nicht leisten können. In Tirol sind laut Statistik 48.000 Menschen manifest arm. 17 Kultureinrichtungen in Tirol gewähren den Kulturpassbesitzern freien Eintritt zu ihren Veranstaltungen. Der Kulturpass ist in 16 Sozialeinrichtungen Tirols erhältlich. An dem Projekt Kulturpass Tirol nehmen unter anderem die Tiroler Landesmuseen, die Klangspuren Schwarz und die Tiroler Volksschauspiele Telfs teil. Das Tiroler Landestheater ist nicht dabei. Kulturlandesrat Erwin Kohler will sich aber dafür einsetzen, dass auch das Landestheater und viele weitere Kultureinrichtungen zu dem Projekt Kulturpass Tirol dazukommen. Die BACA, Bank Austria Kreditanstalt, gibt es nicht mehr. Das CA wurde aus dem Bankennamen getilgt, womit das größte Bankinstitut Österreichs nur noch Bank Austria heißt. Die Bank Austria tritt nun auch mit neuem Logo auf, einem hellroten Punkt mit einem weißen Einserpfeil in der Mitte. Dies ist das Logo der italienischen Mutter UniCredit. Etwa 20 Millionen Euro kosten sämtliche mit dem Rebranding verbundenen Umstellungen. In Tirol hat die Bank Austria 17 Filialen. Die letzte wurde kürzlich in Telfs eröffnet. Am 8. Juni heißt es in Tirol wählen. Nachdem die Landtagswahlen vorverlegt worden sind, herrscht bei den Parteien leichte Hektik. Und wie schaut es damit bei Ihnen aus? Wie gut sind Tirolerinnen und Tiroler auf die Wahl vorbereitet? Wir haben eine Antwort für Sie. Nach der Nationalratswahl 2006 erwartet uns jetzt wieder eine Plakatflut. Landtagswahlen. Die Frage ist nur, wie bekannt sind die heimischen Politiker? Das ist hoffentlich wohl nichts. Ja, okay, dann fangst du da, oder? Das ist die Landtagsabgeordnete, die war früher im Büro von Franz da, habe den Namen jetzt nicht drauf. Das ist der Schwendner, hoffe ich. Schau, dann ist es anders her. Kann man nicht. Nein. Noch nie gesehen? Ja, gesehen vielleicht schon, aber... Und ja, der Rode, der bist du bei der Polit? Nein. Keine Politik? Nein. Gar keinen? Gar nicht. Gott, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Kann ich immer. Keine Ahnung. Vielleicht was bekannt da noch, wer könnte es sein?
Kennst du da jemanden? Ah, umgekommen. Sie können mir nicht helfen, vielleicht, wer diese Dame da ist? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist der jung hinzugekommene Politiker. Tut mir leid. Zanon? Elisabeth Zanon? Zanon. Zomtennamen sagt man, das liebst du. Denkhauser. Richtig. Die Dame da. Wie heißt der Verkehrs? Nee, der Verkehr nicht. Bodner, ja, was wird's halt jetzt? Sie können abladen da. Das ist die, was wird, wo ich weiß schon, aber wo ich abwärts werde. Landesrätin an der Osp. Richtig. Und Sie? Keine Ahnung? Nein, keine Ahnung. Das ist der Herr, der mit dem Auto was zu tun hat. Ein Namen? Weiß ich nicht. Ihn kenne ich nicht, vom Sehen aus noch. Das ist der Herr Bodner, der Gschwendtner. Und das ist der Martin, ne? Van Star. Ja. Ja. Gar niemand. Nein, gar niemanden. Vielleicht eine einfachere Frage, wann sind denn die Landtagswahlen? Am 8. Juni. Das ist richtig. Die Frage ist nur, wen wählen, nachdem unsere Politiker ja kaum bekannt sind. Ach ja, die Auflösung unseres Politikerrätsels finden Sie auf www.tirol.gv.at. Bis zum 8. Juni wird Ihnen wohl dank der intensiven Wahlwerbung so mancher Politiker mehr bekannt sein, als Ihnen lieb ist. Wir werfen jetzt einen Blick auf das aktuelle Wettergeschehen, davor aber eine kurze Pause. April so einige Wetterkapriolen an sich, aber die zarten Blüten der heimischen Natur sind schon erkennbar. Besonders erfreulich für die heimischen Haushalte, es gibt auch wieder frische Kräuter. Diese muss man aber nicht selber suchen, sondern vielmehr kann man die große Auswahl an frischen Kräutern im Hüttnerhof genießen. Tiroler Kräuter machen ein richtiges Essen erst zu dem, was es sein soll, eben einzigartig. In den selber gezogenen Kräutern vom Hüttnerhof liegt noch die Kraft der Würze. Egal wie das Wetter wird, im Hüttnerhof in Ebbs und in Mils scheint immer die Sonne. Hüttnerhof, der größte Blumengärtner des Inntals. Dank dem Föhn ist das Wetter weiterhin unbeständig. Wolken, vereinzelt Niederschläge und Sonnenschein wechseln sich in den nächsten Tagen ab. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 18 Grad. In Südtirol sind die Aussichten ein wenig schlechter. Hier muss mit zahlreichen Wolken und Niederschlag gerechnet werden. Die Sonne lässt sich nur selten sehen. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 14 Grad. Die Bauernregel wird Ihnen präsentiert von Samen Schwarzenberger. Beste Zeit zum Baumsetzen, dass man nicht spät rein, dass man nicht in die Feuerbrandzeit reinkommen mit der Beeren. Wir tun sie gut einwassern, dass sie möglichst schnell unwachsen, weil der April ist ein launiger Gesell, einmal ist er trieb und einmal ist er hell, so wie er es heute wieder macht. Die Pflege und ein fachgerechter Rückschnitt von Großbäumen ist nicht nur für das Erscheinungsbild wichtig, sondern auch für die Sicherheit. Ob Baumdiagnose, Baumfällung oder Baumschnitt, der Maschinenring in Innsbruck ist Ihr Partner rund um den Baum. Der Maschinenring in Innsbruck ist ein Dienstleistungsunternehmen und bietet eine breite Palette an Arbeitsleistungen an. Der Maschinenring bietet die Pflege von Grünflächen an und auch die Gestaltung von Gärten und unter anderem auch den Schnitt von Bäumen und die Abtragung von Bäumen. Und in Tirol stehen über 20 ausgebildete Baumpfleger für Baumschnittarbeiten zur Verfügung, die für den Maschinenring arbeiten. Damit ein Baum in Form bleibt, sollte man ihn kontinuierlich pflegen. Den richtigen Schnitt bekommt er vom speziell geschulten Baum- und Kronenpfleger. Ziel ist es, wertvolle Bäume zu erhalten und junge Bäume so zu pflegen, dass sie keine Gefahr darstellen. Das ist für uns sehr wichtig, weil es da um Sicherheit von Menschen auch geht.
nicht nur um Bäume. Wir sind eigentlich die Menschen erstrangig diesbezüglich und vor was passiert, ist mir natürlich recht, wenn da eine befugte Firma oder befugte Leute diese Maßnahme treffen und das schneiden. Die Großbaumpflege ist die tägliche Aufgabe von den sogenannten Baumkletterern. Dazu zählen die Entnahme von Totholz oder von bruchgefährdeten Ästen. Ebenso kann auf die Entwicklung der Baumkrone Einfluss genommen werden. Die Seiltechnik ist dabei eine bewährte Methode, um die Arbeit hoch in den Baumkronen durchführen zu können. Die Seiltechnik hat immer den Vorteil, man kippt genau auf den Stellen hin, wo man sich mit der Hebebühne nicht hinkippt, in die Baummitte. Und dadurch kann man nachher gleich bei der Seilklettertechnik schauen, wo sind faule Stellen, wie können wir die faulen Stellen behandeln oder müssen wir gleich eine Kronensicherung einbauen. Egal ob Abtragung, Fällung oder Pflege, der Maschinenring in Innsbruck ist der Fachmann für Baumschnittarbeiten. Es ist schon eine Weile her, dennoch es war einer der kulturellen Highlights der heurigen Wintersaison. Murdoch Music Entertainment, das bekannte Fieberbrunnen-Unternehmen für hochqualitative Musikaufzeichnungen, Konzertevents und CD-Produktionen, hatte gleich zwei Protagonisten des klassischen Konzerts nach Kitzbühel geholt. Zum einen den bekannten italienischen Konzertflügel von Fazioli aus Sacile und den Triestiner Pianisten Claudio Grismani. Das Resultat, ein höchst anspruchsvoller Abend im Rasmushof. Claudio Grismani, Stabpianist aus Triest. Er traute sich etwas mehr noch, er mutete zu. Denn wer in Kitzbühel Skriabin, Prokofjew und Rachmaninow spielt, der kann nur hoffen, dass er die Unverbindlichkeit einer eleganten Urlaubsdestination damit nicht überfordert. Die exorbitanten Schwierigkeiten in Sachen Virtuosität, was Rachmaninow betrifft, meisterte Grismani virtuos. Böse Zungen behaupten, mit Rachmaninow könnten auch Dilettantenkraft und Virtuosität vortäuschen. Grismani war kraftvoll und virtuos. Und wenn schon nicht immer ganz präzis, dann hat er Rachmaninow doch mit Herzblut und Talent interpretiert. Vielen Dank an die Stadt Kitzbühel, an Tourismusverbände und natürlich an alle, die Musik und Kunst unterstützen. Das Gerben ist anspruchsvoll und zeigt schon von Qualität, dass er sich traut, an so etwas ranzugehen. Sehr interessant, sehr stark, also inspirierend und für mich abstrakt. In Società dei Concerti, the first time I hear him playing, and this is the second in an important event. Und da wo andere nach Scriabin erst einmal verschnaufen müssen, da könnte er, der Interpret, vor Glück auf Händen laufen. Yes, exactly. And this is also that after all this you can work on your hand because you are clean inside. Monte Grotto Terme ist die zweitgrößte Stadt im Euganeischen Thermengebiet in der italienischen Region Padua. Seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich Monte Grotto zu einem sehr wichtigen Thermalzentrum entwickelt mit derzeit 36 Thermalhotels. Was wir dabei an Vorzügen alles genießen können, das zeigen wir Ihnen jetzt anhand dreier Hotels.
Familie Pastorello möchten Ihnen unsere drei Hotels in Abano Montegrotto Terme vorstellen. Das Hotel Esplanade del Cesteo, das Hotel Augustus und das Hotel Petrarca Terme bieten Ihnen eine völlig neue Art von Urlaub. Stil und Gastfreundlichkeit gehören zu unserer Tradition, die durch eine jahrelange Erfahrung entstanden ist. Wir bieten eine ausgezeichnete nationale und internationale Küche, komfortable Zimmer und Suiten. Die neuen Thermalschwimmbäder, die mit den modernsten Unterwassermassagen ausgestattet sind, stehen unseren Gästen sowohl im Sommer als auch im Winter zur Verfügung. Unsere einzigartigen therapeutischen Fangopackungen, Thermalbäder und Inhalationen mit Thermalwasser haben eine umstrittene Wirksamkeit und Heilkraft. Die sportlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel Tennis, Reitausflüge und vergünstigte Greenfees, für die wunderschönen Golfplätze in unserer Nähe, schätzen unsere Gäste sehr. Da die Fangokur nicht nur zur Heilung und Vorbeugung verschiedener Pathologien dient, empfehlen wir sie auch unseren jüngeren Gästen zur Entspannung von Körper und Seele. Das alles erwartet Sie im Hotel Esplanade del Cesteo, Hotel Augustus und Hotel Petrarca Terme. Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst. Würde die Stadt hat's. Das beweist Ihnen während der nächsten Minuten wieder meine liebe Kollegin Adriane Gamper. Gute Unterhaltung. Die Stadt bin ich, die Stadt bin ich. Die Stadt sind wir. Die Stadt bin ich, die Stadt bin ich. Die Stadt bin ich. Mit freundlicher Unterstützung von Stadtgemeinde Wörgl, Hohe Salbe Ferienregion Wörgl, Stadtwerke Wörgl und Stadtmarketing Wörgl. Langsam, aber sicher kommt der Frühling nun wirklich zu uns, auch wenn mancher daran schon gar nicht mehr geglaubt hat. Ja, und jetzt im Frühling gibt es einen ganz besonderen Geburtstag zu feiern. Wir heben heute auch noch ab ins All. Ja, und dann gibt es natürlich wieder ein Wörgler Original bei uns und dieses Mal heißt es Bitte zum Tanz. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe unseres Wörgl-Magazins. Gleich als erstes darf ich jetzt sagen Happy Birthday, und zwar Happy Birthday M4. So hat damals im Jahr 2003 alles begonnen. Am 4.4.2004 wurde das M4, das Wörgler Shopping und Erlebniscenter, eröffnet und jetzt am 4.4.2008 wird der vierte Geburtstag gefeiert. Wir haben mit unseren Shoppartnern zusammen mit 444 Geschenke für unsere Kunden aufgetrieben und dürfen die heute unter unseren Kunden verlosen. Und gleichzeitig verlosen wir noch für eine Familie, sprich für vier Leute, eine Reise 4 Tage nach Mallorca in ein 4-Sterne-Hotel. Zwar nicht gewinnen, aber anschauen kann man im Erdgeschoss 2 sportliche Luxusautos. Ja, für die Männer haben wir ganz neu die Mercedes, die SL und die SLK. SL steht ja für sportlich leicht und SLK für sportlich leicht und kurz. Und genau diese Autos dürfen wir im M4 präsentieren, ganz frisch, ganz neu vom Werk. Und wir hoffen, dass wir da viele männliche Herzen erwärmen können. Grund zum Feiern gibt es im M4 aber nicht nur am 4.4., sondern auch gegen Ende dieses Jahres, denn das M4 wächst. Wir haben begonnen mit unserem Parkhaus, das jetzt mehrstöckig in die Landschaft wächst. Die Fundamente werden gerade gesetzt und demnächst werden wir auch noch ein bisschen wachsen, was das den Einzelhandelsbereich angeht. Auch hier wird es zu einer Erweiterung kommen und unsere Shopvielfalt wird noch größer werden. Demnächst werden wir starten mit dem Abriss des Gebäudes, das dann noch an uns im Osten grenzt. Und wir gehen davon aus, dass wir Weihnachten zum Weihnachtsgeschäft dann eröffnet haben. Welche Geschäfte zu den bisher über 30 Shops hinzukommen, ist noch ein Geheimnis. Das Einkaufen wird im M4 aber sicher noch mehr zum Erlebnis. Das Weltall ist momentan im Zuge einer Ausstellung in Wörgl zu Gast. Ja, und jeder ist herzlich eingeladen, einen Beitrag zu dieser Ausstellung zu leisten. Und es gibt in diesem Zuge auch etwas zu gewinnen, und zwar einen 150-Euro-Gutschein. Worum es sich bei dieser Ausstellung nun genau dreht, das zeigen wir Ihnen jetzt.
Die Ausstellung Tirols Beitrag zur Raumfahrt im Citycenter in Wörgl zeigt die bedeutende Rolle unseres Landes auf einem Gebiet, das man eigentlich nicht vermuten würde. Dokumente, Originalteile von Weltraumreliquien, Aussagen von Zeitzeugen und liebevoll nachgebaute Modelle werden in akribischer Arbeit zusammengetragen, um diese Rolle Tirols zu dokumentieren. Der Bogen von verdienten Tirolern in der Raumfahrt spannt sich vom Wiltschenauer Hans Hörbiger, dem Urheber der Welteislehre, über den Südtiroler Raketenpionier Max Valier bis hin zum Planseewerk und Kramsach, wo sich 1942 bis 1944 der Prüfstand für das Triebwerkaggregat 4V2 der ersten Flüssigkeitsrakete der Welt befand. Darauf folgte die Weiterentwicklung jener Raketen, die die erste Mondlandung ermöglichten. Der Verein Tiro Space, der die Ausstellung ermöglicht und organisiert, will verschiedene Seiten der Geschichte weder verurteilen noch verherrlichen, sondern ausschließlich dokumentieren. Schulklassen, Schüler und interessierte Personen sind aufgerufen, sich mit Beiträgen, Ideen, Schulobjekten und dergleichen an der Ausstellung in Zukunft zu beteiligen. Hätten Sie gedacht, dass man durch das Tanzen ganz vortrefflich über Männer sprechen und diese auch charakterisieren kann? Unser Wörgl-Original zeigt hier ganz neue Seiten auf. Mehr dazu nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hauke Nimmersatt, ein Kaiser, der neue Kleider sucht und eine ganz besondere Kuh, die sich auf nach Afrika macht. All jene und noch viele mehr waren in Wörgl bei den Wörgler Märchentagen bzw. beim Wörgler Märchenfrühling in den letzten Jahren zu Gast. Der heurige Wörgler Märchenfrühling, der hat sein Ende erreicht und es könnte der letzte gewesen sein, denn der Verein Lirum Larum ist, wenn man so will, vom Aussterben bedroht. Wer kennt sie nicht, die Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern? Im Zuge des Wörgler Märchenfrühlings wird das Stück in Form eines Theaterworkshops lebendig. Des Kaisers neue Kleider beenden den heurigen Märchenfrühling und es könnte auch das endgültige Ende aller Märchenfrühlinge sein. Der Kinderkulturverein Lirum Larum, der die Veranstaltungen organisiert, verliert seine Obfrau und noch einige weitere Mitglieder. Unsere Kinder vom bestehenden Vorstand und Verein sind jetzt einfach gewachsen außer und wir sind im Umbruch. Es ist ja so, dass ich die Obfrauschaft jetzt lasse, das ist meine letzte Saison. Und der Großteil der Mitglieder sind schon bis zu 10 Jahre dabei und wir haben das besprochen, also wenn ich gehe, dann gehen 80% der Vereinsmitglieder genauso. Wir sind nur 14 Personen und jetzt ist eben ein flammendes Appell, wem das am Herzen liegt, dass die Wörgler Märchentage weitergehen, dass sich vielleicht Leute melden. Dem Wörgler Märchenfrühling und den Wörgler Märchentagen im Herbst sind mit den Jahren zahlreiche Kinderveranstaltungen nach Wörgl gekommen. Wir lassen es nicht, wenn wir zu wenig Publikum hätten. Das liegt mir auch ein bisschen im Morgen, weil wir ein Stammpublikum haben und die auch zufrieden sind, das weiß ich. Es war jetzt schade, wenn es nicht irgendetwas Adäquates gäbe, was nachfolgt, weil das wäre mir ein Ton im Argument, dann wird Kinderkultur nichts wäre. Wer Interesse am Verein hat und mithelfen will, dass Wörgl märchenhaft bleibt, am 29. Mai findet im Schachtenhof um 20 Uhr ein offenes Treffen statt. Oder aber Sie melden sich direkt beim Kinderkulturverein Lirum Larum. Mit welchem Tanz würden Sie die Stadt Wörgl vergleichen? Eine ganz besondere Frage an unser heutiges Wörgler-Original. Und dann geht es auch noch um die Männer. Unser heutiges Wörgler-Original tanzt schon seit Jahren, aber meist mit Frauen. Und das hat aus Ihrer Sicht einen ganz besonderen Grund. Thank you.
Freitag heißt es um 14.30 Uhr, bitte zum Tanz. 25 bis 30 Damen finden sich zum Tanzen ab der Lebensmitte bei Sonja Lona im Tagungshaus ein. Seit Anbeginn, das heißt seit 1990 mit dabei, ist Anna Walder. Was ist denn jetzt der große Unterschied zwischen Seniorentanz und normalen Tanz? Beim Seniorentanz gibt es jedes Mal neue Tänze. Und das ist deshalb so wichtig, damit der Geist, damit das Gehirn etwas arbeiten muss. Wenn man so jetzt in die Runde schaut, es sind ja keine Männer da, muss man sagen. Wo sind denn die Männer alle? Die Männer sind leider verstorben. Es waren nur wenige da, aber die sind alle schon gestorben. Und deshalb entschließt sich auch kein neuer Mann. Vielleicht wollen die Männer auch nicht sich geistig so betätigen wie die Frauen. Das macht dann vielleicht auch was aus. Die Frau will immer jung bleiben. Wären denn Männer willkommen bei Ihnen? Ja, es kann jeder Mensch Mann kommen, das ist ganz klar. Was sind denn so Ihre Lieblingstänze? Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, der Zillertaler ist mein Lieblingstanz. Aber heute bin ich nicht mehr so auf Draht. Jetzt muss ich keinen meditiveren Tanz haben. Und das ist Dona Nobis Pacem. Herr, gib uns Frieden. Und der Tanz gefällt mir sehr gut. Mit welchem Tanz könnte man den Wirbel beschreiben? Ist Wirbel eher so ein Zillertaler oder eher was Ruhigeres? Na, schon eher Zillertaler. Ja, eher was Lebhaftes. Ja. Und die Wirbel selber auch eher lebhaft? Schwer zu sagen, weil man kann nicht alle in einem unter ein Dach bringen. Die Stadt Wörgl, ein Zillertaler Tanz, eine vollkommen neue Beschreibung der Stadt, aber sie passt zu unserem tanzenden Wörgler Original Anna Walder. Und 1958 wurde mit der Strecke Kufstein-Wörgl-Innsbruck die erste Bahnlinie Tirols eröffnet. Heuer 2008 werden nun 150 Jahre Bahn in Tirol gefeiert. Unter anderem mit einer nostalgischen Bahnfahrt. Mehr dazu in zwei Wochen bei unserem nächsten Wörgl-Magazin. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und bei uns im Programm geht es jetzt weiter mit Tirol wohnen. Die Stadt bin ich, die Stadt bin ich. Die Stadt sind wir. Die Stadt bin ich, die Stadt bin ich. Die Stadt bin ich. Mit freundlicher Unterstützung von Stadtgemeinde Wörgl, Hohe Salbe Ferienregion Wörgl, Stadtwerke Wörgl und Stadtmarketing Wörgl. Trotz Frühling können wir in Tirol noch nicht so ganz auf das Heizen verzichten. Aber das Thema Feuerstätten ist ja bei uns sowieso ein ganz Jahresthema. Egal, ob Sie damit ein feines Raumklima schaffen oder ob Sie darauf kochen. Trends, Infos und Tipps rund um Öfen und das richtige Heizen gibt es bei uns jetzt wieder im Wohnen und Wohlfühlen. Bei den momentanen Wetterkapriolen und Temperaturunterschieden wissen wir oft nicht so recht, wie wir heizen sollen. Öfen an- oder ausschalten oder nur herunterregeln, was kostet uns mehr Energie und Geld? Grundsätzlich gilt, dass das Ausschalten einer Heizung keine Ersparnis bringt. Es sind die Absenkungen, die in den automatischen Anlagen gemacht werden, schon ein Nachteil. Weil nach jeder Absenkung muss ich das wieder neu aufheizen, dass ich die Temperatur habe, die ich will. Es ist viel besser, wenn ich gut isoliert habe, wenn ich also mein Geld in eine gute Hausisolierung oder so Fensterisolierung gebe und dann den geringstmöglichen Wärmebedarf dadurch erfülle, dass ich keinen zu großen Ofen habe oder dass ich nicht mehr hineinfeuere, als der Wärmebedarf ist. Diese Gläubigkeit, dass man sagt, na, habe ich Reserve, die ist total falsch. Total richtig liegen Sie mit einem solchen zeitgemäßen modernen Herd. Mit einem Längsfeuerraum
von ca. 39 cm. Der hat oben eine Gussabdeckplatte, die die Flamme zwingt, dass sie als Flammenspitze auf die Heizplatte kommt und diese gleichmäßig erwärmt. Dadurch entfallen diese Flugasche-Bewegungen, wo man dann die Flamme irgendwo im Ofen hat. Der hat also links und rechts einen Zug. Was aber das ganz Besondere ist, an der Seitenwand sind die Luftöffnungen. Die Rostgrundfläche ist viel kleiner geworden, weil man weiß, dass wenn die Luft seitlich vorgewärmt in die Flamme kommt, der Ausbrand viel besser ist. Es bleiben also keine Rußrückstände übrig. Die motorische Kraft für jede Feuerstätte ist der Kamin. Je besser der Kamin zur Feuerstätte passt und allgemein je höher die Qualität dieses Kamines ist, umso besser und umso wirtschaftlicher funktioniert die daran angeschlossene Feuerstätte. Man soll nur für sich das Richtige finden und möglichst den richtigen Querschnitt haben. Zum Wohlfühlen beim Wohnen bedarf es natürlich auch dem passenden Ambiente. Erholsame Stunden beim Tirol-TV-Programm oder einem guten Buch genießen Sie natürlich am besten auf der entsprechenden Couch. Und wir haben dafür für Sie den richtigen Ansprechpartner gefunden. Die Couchzone Bär in Innsbruck. Natürlich finden wir das Richtige. In der Couchzone Bär sind nicht nur neue Sitzgruppen eingetroffen. Hubert Bär kennt sich auch mit den Möbeln für alle Freiluftwohnzimmer bestens aus. Wir würden Ihnen empfehlen, dass Sie auf Ihre Terrasse oder in den Wintergarten Original-Rehau-Materialien stellen. Das ist ein Kunstgeflecht eigentlich, aber ist wetterbeständig, frostsicher, ist auch resistent gegen alle Chemikalien, also gegen die meisten Chemikalien, muss man sagen. Und vor allem, Sie können es das ganze Jahr im Freien stehen lassen und haben eigentlich das durch die schöne Optik und durch das tolle Design am meisten Spaß mit diesen Möbeln von der Firma Skyline. Und wenn es da richtig drauf schneit? Dann ist es überhaupt nichts. Sie müssen sie halt nur dann im Frühjahr abschaufeln. Wie schaut es reinigungstechnisch aus? Also wir machen es einfach so, dass wir es zu Hause abspritzen und mit einem leichten Dampfstrahler oder mit einem Gartenschlauch, das spielt alles keine Rolle, weil sie auch drauf regnen kann. Erhältlich sind die Gartenmöbel in verschiedenen Farben und Größen, Raffinessen inklusive. Und eine ganz raffinierte Sache für die heißen Sommertage, unser Wein- oder Prosecco-Kühler, wo man dann schön ein frisches Getränk gleich neben der tollen Sitzgruppe stehen hat. Das Wort Kochen hat während der letzten Jahre eine völlig neue Bedeutung bekommen. Es ist nicht nur mehr eine Bezeichnung für Nahrungszubereitung, sondern dahinter stecken Lebensfreude, Leidenschaft und purer Genuss. Kochen ist für viele von uns zum Hobby und Ausgleich zum stressigen Alltag geworden. Und sogar das Einkaufen können wir richtig gehen zelebrieren. Ein Meister darin ist Küchenprofi Peter Zebisch. Hier im Fruchthof in Innsbruck, der Frühling ist da, die Sonne scheint, jetzt machen wir uns ganz ein leichtes, ganz ein interessantes Gericht, ein mariniertes Kaninchen mit einem orangen Fenchelsalat. So, wir brauchen einen Fenchel und am besten dann mit einem schönen Grün dazu. Jetzt brauchen wir noch drei schöne Orangen und zwei Zitronen. Herrlich. Herr Lenz, der Chef persönlich. Hallo, grüß Sie. Grüß Gott. Einen asiatischen Koriander brauche ich und Zitronengras. Haben Sie sowas? Super. Ein Kaninchenfilet da. Ja, super. Genau. Ja, genau so. Danke. Wir sind jetzt hier bei mir bei Zebisch Küchen in der Innsbrucker Heiliggeiststraße und da gehen wir jetzt hinein. Wir machen uns jetzt ein eingelegtes, mariniertes Kaninchen. Das ist eine ganz leichte, fruchtige Angelegenheit. Wir werden uns Frühlingszwiebel anschwitzen.
mit ein bisschen Zitronengras dazu, ein bisschen Olivenöl. Da brauchen wir jetzt nicht so sparen, weil das ist dann für die Marinade ein guter Geschmacksträger. Ein Stückchen Butter dazu. Wir machen dazu einen Orangen-, Fenchel- und Zitronensalat. Und für die Marinade werden wir uns da jetzt einen frisch gepressten Orangensaft nehmen. Und den lassen wir uns mit ein bisschen Vanille einreduzieren. Da machen wir uns dann das Dressing draus. So. Und das wird jetzt eigentlich ein richtiger Cocktail. Nachdem wir da Anis dazu mitkochen, löschen wir das mit einem Bano, also mit Anis. Und vorher auch Vermut geben wir dazu. Ein bisschen einen weißen Brotwein am Gurken. Und mit einem Weißwein gießen wir das auf. Da kann man in dem Fall so fast ein Viertel nehmen. Und für den Geschmack und für die Farbe geben wir noch einen Granatapfelsirup dazu. So, das lassen wir jetzt ein bisschen aufkochen, damit uns der Alkohol verdampft. Wir brauchen da eigentlich nur den Geschmack. Da geben wir 2 Sternanis dazu und auch eine halbe aufgeschlitzte Vanilleschote und gießen das Ganze mit einem guten Achtelle frisch gepressten Orangensaft auf. Das war jetzt eigentlich die Marinade und für die Einlegergeschichte nehmen wir uns entweder so ein Einwegglasel oder ein Schraubglasel oder das kann irgendein Plastikding sein, das man halt gut verschließen kann. Da haben wir unsere zugeputzten Kaninchenfilets, die geben wir da einfach rein. So, und da geben wir jetzt noch diesen erstklassigen Safran dazu. Das lassen wir jetzt gerade so 2-3 Minuten ein bisschen einkochen, mit dem gießen wir dann auf, verschließen das Glasl und das war eigentlich die ganze Hexerei. Jetzt werden wir uns da unseren Dunstabzug einschalten, damit wir keine dicke Luft kriegen in der Küche. Das ist jetzt eine ganz besondere Variante von Gaggenau. Ich liebe die Geräte überhaupt. Das große Induktionskochfeld, der Dunstabzug, der direkt nach unten absaugt. Es ist nichts im Weg und es ist immer reine Luft. Da geben wir jetzt dann noch einen Sternanis dazu. So. Und das ist jetzt soweit und da geben wir jetzt einfach die kochende Flüssigkeit auf unser Kaninchen drauf. Das ist ja so eine zarte Geschichte, das Kaninchen, das geben wir jetzt dazu. Das sollte jetzt, also mindestens 2-3 Stunden, optimal wäre über Nacht oder 24 Stunden, 48 Stunden, sollte das jetzt marinieren. Die Orangen- und Zitronenfilets noch mit dünnen Fenchelscheiben, Erbsenschotenstreifen und Pfefferkörnern vermischen. Also mischen wir uns jetzt mit dem guten Dressing, das wir gemacht haben, zusammen. Voilà! Zu unserem heutigen TiroTV-Studiogespräch begrüßen wir ganz herzlich bei uns in den TiroTV-Studios Rudi Warzelek vom Verein Sicheres Tirol. Grüß Gott, Herr Warzelek. Grüß Gott. Herr Warzelek, der Verein Sicheres Tirol ist bereits im Jahre 1999 gegründet worden. Können Sie uns vielleicht einmal kurz die Zielsetzungen von diesem Verein näher bringen? Ja, der Verein, wie Sie schon sagen, ist 1999 aufgrund einer Entschließung des Tiroler Landtages gegründet worden und hat sich zur Aufgabe gemacht, Bewusstseinsbildung zur Vermeidung von Unfällen zu leisten, und zwar für alle Tirolerinnen und Tiroler, vom Kind bis zum Senior und bis zur Seniorin, und vor allen Dingen die Leute auf mögliche Gefahren zu sensibilisieren, durch eigene Initiativen, durch Projekte und besonders auch durch Zusammenarbeit mit Organisationen, die sich mit der Thematik befassen. Ein großes Thema ist für Sie auch Barrierefreiheit, barrierefreies Umfeld. Es gibt da einige EU-Projekte und die liegen Ihnen ja besonders am Herzen. Ja, die liegen mir sehr, oder uns, dem Verein,
sehr am Herzen. Hier haben wir die Möglichkeit gehabt und es ist zu bedanken, dass wir seitens des Landes Tirol die Projektträgerschaft eines EU-Interreg-3-Projektes erhalten haben, 2005 bis 2007, wo wir also beweisen konnten in Hall durch den Bau von 14 Eigentumswohnungen, dass barrierefreies Bauen leistbar ist und nicht teurer sein muss. Und dasselbe war ein zweites Projekt in Völs. Das letzte Projekt, ich glaube, das ist ein Vorzeigemodell österreichweit, wo es darum geht, Bauen, barrierefrei Bauen für Generationen, das ebenfalls als EU-Projekt hier seitens des Vereins Sicheres Tirol als Projektträger mit der DEGWOSI gemeinsam hier gemacht wurde. Wie schaut da konkret die bauliche Umsetzung aus in Bezug auf die Barrierefreiheit, zum Beispiel beim Haller Objekt? Beim Haller Objekt, das war wirklich ein Versuchsobjekt. Es hat schon seit 20 Jahren gibt es die Diskussion, Barrierefreiheit ist dringend notwendig und sinnvoll. Das hat man also erkannt. Tatsache ist aber, dass man immer gemeint hat, hier kommen die Projektkosten zu hoch. Die Betriebskosten, die Wohnungskosten, die sowieso schon sehr hoch sind, werden also dadurch noch mehr erhöht und man hat also immer wieder Abstand genommen. Und der Verein Sicheres Tirol fühlt sich also wirklich in dieser Frage als Vorreiter und hat also gemeinsam mit der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft WE in Hall dieses EU-Projekt mit diesen 14 Eigentumswohnungen errichten lassen, nach den Richtlinien des Vereins Sicheres Tirol. Und da hat man festgestellt, dass die Baukosten, was die Barrierefreiheit betrifft, in den Gesamtbaukosten inkludiert sind, sodass keine Erhöhung der Gesamtbaukosten eingetreten ist. Und das war der weitere Schritt für das zweite Projekt, wo es dann auch noch um die Kindersicherheit gegangen ist. Sie haben schon angesprochen, ein wesentliches Thema ist auch die Kindersicherheit. Was für Maßnahmen sind da getroffen worden? Die Barrierefreiheit grundsätzlich. Das heißt also nicht behindertengerecht alles zu bauen, sondern barrierefrei bauen in erster Linie. Die Behindertengerechtigkeit kommt ja dann durch die Anpassbarkeit etwas später, wenn ich das sagen darf. Und die Kindersicherheit ist, dass man einen zweiten Handlauf zum Beispiel für Kinder auch installiert, weil ja bekannterweise Kinder mit dem Lift bis zum 12. Lebensjahr nicht fahren dürfen und eigentlich hier, wenn sie in die Stiegen abgehen, allein vor allen Dingen überhaupt keine Sicherheit für sie geboten ist. Die Schwellenfreiheit kommt ihnen ebenfalls zugute, aber insbesondere auch, was den Strom betrifft. Und hier haben wir die Erkenntnis gewinnen können, dass wenn man gleich schon Kinderschutzsteckdosen einbaut, zum Beispiel, ich sage jetzt nur einen Preis, 69 Cent Aufpreis, ich vollkommen gesicherte Kinderschutzsteckdosen auch montieren kann. Fenstersicherung durch absperrbare Fenstersicherungen absperrbar, vor allen Dingen auch die Balkontüren abstellbar um einen Aufpreis von 5 Euro als Beispiel. Der Verbrühungsschutz in der Badewanne oder in einem Sanitärbereich in der Küche ist besonders wichtig, um hier nur einige Beispiele zu nennen. Und auch was die Kindersicherheit betrifft, werden die Gesamtbaukosten, wie das Projekt zeigt, oder sind dabei nicht überschritten worden. Das heißt, es ist alles leistbar. Und jetzt kommt es zum eigentlich wichtigen Punkt. Wer rechtzeitig richtig plant und baut, der spart die Wirklichkeit. Es wären also auch nur minimale Aufwendungen nötig für diese Kindersicherheit. Minimale Aufwendungen, die also hier kaum ins Gewicht fallen, schon gar nicht, was die Höhe der Betriebs- und der Mietkosten betrifft. Herr Watzilek, Sie haben auch vom anpassbaren Wohnraum gesprochen. Was kann man sich da konkret für die Projekte in Hall und Völs vorstellen? Ja, anpassbarer Wohnraum heißt, dass mit relativ geringem finanziellen Aufwand hier die Wohnungen sich den Gegebenheiten des einzelnen Menschen anpasst. Sowohl Jungfamilien wie auch ältere Personen, Gebrechlichen wie auch jene, die also hier Rollstuhl gefährdet sind bzw. mit Rollstuhl hier in der Wohnung sich bewegen müssen. Herr Watzilek, der Verein Sicheres Tirol wird nächstes Jahr 10 Jahre alt. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit diesem Verein. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Danke sehr. Und ich darf Ihnen in wenigen Minuten den Tirol TV Film der Woche vorstellen. Ochsenknecht ist auf dem besten Weg ganz nach oben. Nach den Erfolgen mit der Filmserie Die wilden Kerle ist Jimmy jetzt wieder auf der heimischen Filmwand zu sehen. Er spielt die Hauptrolle in dem Gute-Laune-Film Sommer. Live im Concorde Card Casino.
Filmtipp wird Ihnen präsentiert von Concord Card Casino. Wo bleibst du denn, Tim? Wir sind spät dran. Ich habe mich nicht verabschiedet. Ja. Tim kommt aus Berlin, also ist ein Großstadtkind. Kannst du mich echt nicht mitnehmen? Tim, es ist mitten im Schuljahr. Pass auf dich auf. Aber muss halt dann auf diese Insel, weil sein Vater bei der Luftwaffe ist. Beide haben fast die Todeszone an der roten Boje erreicht. Die Tradition auf der Insel ist so, ein Wettschwimmen zu machen. Hey, entspann dich. Was macht das schon? Da ist Lars, der Gewinner, weil er ein super guter Schwimmer ist. Der Tim kommt auf die Insel und ist total anders mit seinen Lederklamotten und alles. Und jeder bezeichnet ihn als Freak. Ey, lass ihn in Ruhe. Was gibt dich das an, Freak? Lars kennt das gar nicht, dass ich ihm jemand in den Weg stelle, weil er braucht einfach absolut Respekt von jedem. Ich treffe erstmal die Clique, also den Lars, und werde dann gleich von denen sozusagen in die Fensterscheibe reingeschubst. Und ist schon mal ein guter Anfang auf jeden Fall. Ich kriege Kohle, indem ich mir erstmal einen Job suche. Und ich habe dann einen Job gefunden, das war bei diesem Reiterhof. Und da lerne ich auch dann die Vic kennen und bin eigentlich sofort verknallt. Aber ich weiß nicht, dass sie halt diesen Lars, der mich in die Fensterscheibe reingeschubst hat, dass das der Freund von ihr ist. Ja! Und ich schau? Ja. Und dann lerne ich halt den Tim näher kennen und dann merke ich, schubs, hui, okay. Der ist ja doch ganz interessant und der hört auch zu. Ich stelle mir das total spannend vor, so herumzureisen. Fandest du es denn am besten? Mir gefällt es mir gerade ganz gut. Gute Schauspieler und eine abwechslungsreiche Handlung garantieren einen romantischen Kinobesuch. Soweit der aktuelle Tirol-TV-Film der Woche. Auch nächste Woche werden wir wieder einen spannenden Film für Sie auswählen. Und jetzt kommen wir zum Tirol-TV-Tipp. Die Herren Wunderlich mit ihren Schlagern aus dem letzten Jahrhundert feiern ihr 10-jähriges Bestehen. Das Jubiläumskonzert der drei adretten Herren im Frack, auch Comedian Vocal Harmonizer genannt, geht am Samstag, den 26. April um 20 Uhr im Stadtsaal Kufstein über die Bühne. Karten gibt es in allen Raiffeisenbanken, Ermäßigungen gibt es für Raiffeisenclub-Mitglieder. Informationen zum Jubiläumskonzert und den drei Herren finden Sie im Internet unter www.wunderlich.at. Optimistinnenclubs in Österreich organisieren Benefizveranstaltungen, um die notwendigen finanziellen Mittel für die Ausbildung für Mädchen und Frauen in Albanien zu erarbeiten. Aus diesem Grund findet am 18. April in der Wirtschaftskammer in Kufstein zur Lohnerstraße um 19.30 Uhr eine heitere besinnliche Lesung mit Altbischof Dr. Reinhold Stecher statt, der aus seinem Werk in zugunsten dieses Projektes vorträgt. Der Eintritt sind freiwillige Spenden und es werden auch Bücher verkauft und signiert. Unterstützen Sie diese Aktion der Soroptimistinnen und schaffen Sie die Möglichkeit, um das Leben von Frauen und Mädchen positiv zu verändern. Gemeinsam mit dem Tiroler Echo präsentiert Hansi Hinterseher seine Von-Herz-zu-Herz-Tournee. Am 25. April ist dieser besondere Event in der Innsbrucker Olympiahalle zu sehen. Hansi Hinterseher und seine Freunde vom Tiroler Echo sind ein Garant für gute Laune. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Seien Sie mit dabei, wenn Tirols Aushängeschild Nummer 1 musikalisch sein Bestes gibt. Das war's aus der Tirol TV Magazin Redaktion. Ich hoffe, dass auch für Sie wieder einiges Interessantes mit im Programm war. Wenn ja, erzählen Sie es weiter, wenn nicht, sagen Sie es uns. Die nächste neue Sendung sehen Sie ab Dienstag 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis demnächst.